Wir befassen uns heute vor allem mit regionalen Wirtschaften und mit der Gemeinwohlökonomie, die grüne Wirtschaft und die Grünen. Und wichtig ist einfach, dass man sich wirklich zurück zum Ursprung mit Umweltthemen befasst. Das sieht man heute gerade wieder anhand der Diskussionen vom Klimawandel bis Ressourcenverbrauch und Ressourcenverschwendung. Da gibt es so viele wichtige Themen, die man angreifen muss, um den Planeten zu retten. Finde ich sehr interessant, was Richard von Weizsäcker zur Solidarität gesagt hat, denn er hat festgestellt, dass nur eine solidarische Welt eine gerechte und eine friedvolle ist. 8 Menschen auf dem Planeten besitzen derzeit ungefähr 50% des gesamten Vermögens. Das hat alles auch mit einer Würde des Menschen zu tun. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir haben es eigentlich verlernt, dass wir uns selbst auch in den Mittelpunkt stellen. Mehr Formen von aktiven, persönlichen Beziehungen, wo wir uns und den Planeten, ein schönes Wort, aber kaum verwendet, liebevoll gestalten, umgehen. Ja, nicht nur ausbeuten, weder uns noch den Planeten. Zur Regionalwirtschaft, und zwar, wenn man die Zahlen anschaut von 1950 und den 60er Jahren hier in Österreich. Und da war es so, dass 80% der gesamten Wertschöpfung und der gesamten regionalen Produkte hier erzeugt worden sind. 15% waren österreichische Produkte und 5% waren Produkte, die praktisch global erzeugt worden sind und nach Österreich importiert worden sind. Und wie schaut es heute aus? Im Gegensatz dazu schaut es heute so aus, wir haben 80% globale Produkte. Das bedeutet, wir haben nur 15 Produkte, die in Österreich derzeit hergestellt werden und die wir kaufen. Nur 5% kommen aus der Regionalwirtschaft, wo die regionale Wertschöpfung besteht. Ich finde, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist das, was unserer Natur und unserem Herzen eigentlich entspricht. Solidarische, gerechte Unternehmen sind nachweislich erfolgreicher. Was mich dann am meisten erschüttert hat, war, dass 147 Konzerne auf unserem Planeten praktisch die gesamte Weltwirtschaft beherrschen. Solidarität ist nur, kann nur aus inneren Antrieb sein, kann nur freiwillig entstehen. Ich kann Solidarität nicht verordnen, das funktioniert nicht. Und es reicht, einmal genug zu haben. Wir brauchen nicht 10-mal genug.